Hallo zusammen und willkommen. Wahrscheinlich hast du auch schon einmal beobachtet, dass sich der Ausfluss aus deiner Vagina im Laufe des Monats ändert. Dazu kommen diverse Arten des Ausflusses bei Krankheiten oder Infektionen. Wir verraten dir in unserem heutigen Video, was die Farben zu bedeuten haben und wie sie zustande kommen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Deine Vagina besteht im Inneren aus einer gut durchbluteten Schleimhaut. Sie führt direkt in die Gebärmutter, aus der ebenfalls Flüssigkeiten austreten können. Scheidenausfluss ist ganz normal und kann dir sogar zuverlässig deine Fruchtbarkeit anzeigen. Wenn du einen Kinderwunsch hast, solltest du das Aussehen des fruchtbaren Zervixschleimes unbedingt kennen. Natürlich kann der Ausfluss auch krankheitsbedingt sein. Ob er gut oder ein Warnzeichen ist, erkennst du an der Konsistenz, der Farbe und natürlich am Geruch. Kommen wir nun zu den wichtigsten Arten des Ausflusses. Im Laufe des Zyklus ändert sich die Konsistenz des normalen Ausflusses. Nach der Menstruation kann er für ein paar Tage komplett verschwunden sein. Der Zervixschleim wird von den Drüsen am Gebärmutterhals und in der Scheide produziert. Die Drüsen geben immer etwas Sekret ab. Das braucht die Scheidenschleimhaut, um im gesunden pH-Wertbereich und keimfrei zu bleiben. Hast du dir einen Infekt oder einen Pilz eingefangen, reagiert das Immunsystem, indem es den Schleim anpasst. Daneben verändert der Schleim im Fruchtbarkeitszyklus seine Konsistenz. Nummer 1. Trübweißlicher Ausfluss. Trübweißlich ist der Zervixschleim an fruchtbaren Tagen. Er kann leicht säuerlich riechen, ist trübe oder flockig. Nummer 2. Klarer, flüssiger, spinnbarer Ausfluss. Um den Eisprung herum wird der Schleim durchsichtiger, bis er fast vollkommen klar ist. Er kann sich teilweise bis zur Wässrigkeit verflüssigen. An deinen besonders fruchtbaren Tagen kannst du eine Besonderheit bemerken. Ein klarer Schleim, der Fäden zieht. Man sagt, er sei spinnbar. Hast du etwas davon auf den Fingern, kannst du den Schleim 2-3 cm auseinanderziehen, ohne dass er reißt. Jetzt wäre die beste Zeit, um schwanger zu werden. Nummer 3. Bräunlicher Ausfluss. Ein braun bis rötlicher Ausfluss kann bei jungen Mädchen normal sein. Er tritt so lange auf, bis sich der Zyklus stabilisiert hat. Manchmal wird der Schleim auch deutlich blutig und man nennt ihn Schmierblutung. Das ist nicht weiter dramatisch, solange die Blutungen nach 2-3 Tagen wieder verschwinden. Ältere Frauen kennen diese Form des Ausflusses kurz vor oder nach einer Blutung. Nummer 4. Gelblich-grüner Schleim. Tritt ein leicht ätzend riechender gelb-grünlicher Schleim aus der Scheide aus, dann ist Vorsicht angezeigt. Das kann ein Hinweis auf Geschlechtskrankheiten sein. Nummer 5. Überriechender weiß-gräulicher Ausfluss. Ein weiß-gräulicher Ausfluss, der deutlich nach Fisch riecht, ist ein Hinweis auf Vaginose. Das ist eine Bakterieninfektion, die durch ein Ungleichgewicht in der Scheidenflora auftritt. Andere Ursachen sind Pilzinfektionen, die vor allem im Hochsommer vorkommen. Nummer 6. Heller Ausfluss in sehr großer Menge. Geruchsloser heller Ausfluss ist immer in Ordnung, wenn sonst keine Symptome vorhanden sind. Er kann sogar auf den Beginn einer Schwangerschaft hindeuten. Kaum Juckreiz oder Wundsein dazu, können Bakterien im Spiel sein. Nummer 7. Grauer Ausfluss. Die Drüsen in der Scheide und im Gebärmutterhals produzieren grauen Ausfluss, vorzugsweise wenn sich ein Fremdkörper in der Scheide befindet. Normalerweise dient das Sekret dazu, den Fremdkörper einzuhüllen und aus der Scheide hinauszutragen. Grauer Ausfluss kann sich dann von alleine widerlegen. Hört er nicht auf, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Nummer 8. Rosa Ausfluss. Der rosa Ausfluss galt früher grundsätzlich als ein Warnzeichen für Anämie. Bei Blutarmut kann der Ausfluss an die Stelle der Periodenblutung treten oder tritt dazwischen auf. Rosa Ausfluss kann aber auch mal durch kleinere Verletzungen beim Geschlechtsverkehr oder Sport entstehen. Erst wenn er über längere Zeit anhält und weitere Symptome dazukommen, ist er ein Grund, zum Arzt zu gehen. Wir hoffen, diese Informationen helfen dir künftig dabei, dich und deinen Körper besser zu verstehen. Denke aber daran, dass Texte oder Videos im Internet immer nur eine Vorabinformation sein können.
Wann immer es um Krankheiten oder ernsthafte Symptome geht, musst du so bald wie möglich einen Mediziner zur Rate ziehen. Nur ein Arzt kann im Zweifelsfall genau feststellen, ob ein Scheidenausschuss krankhaft oder normal ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.